Genau wie das Design. Und da ist halt dieses Pedo-Face auch. Das habe ich halt gemacht. Wir nennen das immer Pedo-Face, ja. Boah, wie lange nehme ich denn jetzt heute überhaupt auf? Ich muss nachher noch anfangen zu rendern, zu schneiden. Aber wenn ich keine Scene-Cuts mache, dauert es vielleicht auch nicht so lange. Naja, primär ist eigentlich... Primär ist eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Ich muss alles mit TMPG machen. Du machst ja die Scene-Cuts mit TMPG, oh mein Gott. Ja, Premiere Funk. Dann machst du mit Power Director. Ja, hab ich nicht mehr. Ich denke, das war dein Lieblingsprogramm. Ja, war's auch. Aber meine Festplatte war doch im Arsch und hab ich die Installation nicht mehr. Kennst du? Ich weiß schon, was ich jetzt machen werde. Ja, ich denke mal, so ein Flachdach reicht auf so einer komischen Fabrikgebäude schon, ne? Boah, Remind Me hat mich vorhin angeschrieben, Alter. Was wollten die von dir? Achso, ein Skype. Ich bin ein Grafikdesigner. Du? Ja. Mann, ist der Typ behindert. Ja, egal, ich will jetzt hier keine Leute fertig. So, jetzt hat die Mucke wieder aufgehört. So, das wäre dann der Umriss von unserer Fabrik, denke ich mal. Die Solarzellen kommen dann eventuell aufs Dach. Du kannst auch automatisches Crafting machen. Nee, das ist doch dann zu langweilig. Aber ich weiß schon, dass ich hier oben vielleicht über den Dachboden kann ich ja bestimmt Kabel legen, oder? Ja, sicher. Muss halt immer eins Platz. Ja, ist sogar zwei Platz. Ja. Dann lege ich hier Kabel rein, guck dann hier oben mal, was ich hier oben so, vielleicht hier oben so geheime Zentrale für Biowaffen. Wenn du Red Power drin hast, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall kannst du da auf Lampen. Warte, ich logge mich mal ganz kurz aus und schau mal unter Mods. Wie heißt das? Red Power? Ja. Ich habe Reis Minimap ICC2 Buildcraft Computercraft Red Power Machine. Ja, okay. Dann kannst du auch solche Deckenbeleuchtung machen. Ja, das ging ja eigentlich auch mit Integrated Lamps. Da musst du halt nur Redstone-Verbindung machen. Ja, aber auf jeden Fall brauchst du da halt Glas und den Farbstoff dazu. Zum Beispiel, wenn du grün willst, Kaktus und dann brennen halt. Okay. So, wir machen uns einfach mal provisorisch eine Steinschaufel hier. Oh, 18 Minuten mache ich noch. Dann habe ich heute 1 Stunde 30 Modplay aufgenommen. Dann ist doch mal gut für die Woche hier. Ja, kannst du ja nicht jeden Tag so viel ja, ich muss auch, vor allem muss ich noch dieses ein... Ich habe noch einen zweiten Part Obsidian-Dings. Den muss ich noch bis zum 27. hochladen, weil da wird der freigeschaltet. Oh... Ja, guck mal, was ich für Battlefield-Dateien hochladen muss, ja. Ja und? Ja, ich cutte die jetzt immer 10 Minuten, dass die Dateien nicht so groß sind. Du hast so eine schnelle Leitung jetzt mittlerweile. Ja, hab ich auch. Ja, und bei TMPG... Aber ich brauch die doch, TS und... Ja, ja, dann nimm doch deine super LAN-Karte da. Ja, die müsste ich erst wieder umstellen von 6.000 auf 100.000. Nee, keine Lust, kennst du? Ja und? Also, wenn du nur 100.000 hast, kannst du nebenbei spielen, TS sein und hochladen und runterladen und dir noch einen Coin dabei. Das TS klappt aber nach wie vor trotzdem. Ach, WTF. Scheiß T-Offline. Ich kann nebenbei zocken und alles machen. Außer TS. T-Offline, depp, 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 depp. Hab ich das schon erzählt, dass die Telekom bei uns in der Stadt jetzt hier ihren komischen Shop neu renovieren lässt, da sitzen die draußen beim Container und ich lache die immer aus. Also die sitzen da wirklich in so einem richtig kleinen Container, also so richtig im Baucontainer. Und die Mitarbeiter, also die Mitarbeiter sitzen da zu zweit, so stehen da so drin an einem Schalter. Und die Leute stehen halt immer richtig lange Schlange, bis sie da rankommen, ey. Also richtig Container und innen drin alles wird umgebaut, ey. Ich habe die immer so richtig gefeiert, als ich das gesehen habe. So richtig arme Verhältnisse für die Telekom. So. Was haben wir jetzt hier? 3 habe ich da, glaube ich, gemacht, ne? 1, 2, 3, okay. Boah, ich muss aufpassen wegen dem Strom. Ah! Boah. Ich muss noch mal gucken, was ich noch auf Platte habe. Kann ich da jetzt nicht mal... selbst wenn ich da Glasfaser ranmache, kriege ich, glaube ich, einen Schock, oder? Ne, bei Glasfaser normalerweise. Wenn ich das jetzt... Ah, ich habe jetzt gar keins dabei. Okay, das lohnt sich jetzt nicht. Boah, ich habe The Binding of Isaac aufgenommen. Weißt du das eigentlich? Ja, und? Das gehst du doch eh nicht hoch, oder? Ja, sicher, leider, obwohl du noch bei Bussi Mambidius bist. Ich könnte theoretisch da weggehen. Social Blade hat mich angenommen. Naja, Social Blade hat auch selbst mich damals angenommen. Die nehmen jeden an. Aber ich muss da irgendwie so ein Formular ausfüllen, da habe ich keine Lust. Ja, ja, das hatte ich auch. Da hatte ich auch keine Lust drauf. Aber naja. Ich brauche fürs Wochenende Folgen. Also ich, Social Blade, wenn du das jetzt nicht an, wenn du den nicht antwortest, die spammen dich bestimmt erstmal 1 bis 2 Monate lang voll, wollte ich dir jetzt nur sagen, ne?
Das war bei mir genauso. Also ich habe den dann irgendwann nicht mehr reagiert drauf und dann haben sie mich auch nicht mehr vollgespammt. Aber die haben mich bestimmt 2 bis 3 Wochen, 2 bis 3 Monate lang nur vollgespammt, dass hier, ja, hier ist John, keine Ahnung was, und hier ist Valerie, keine Ahnung was. Meld dich doch mal bitte bei dem und den, füll den Vertrag aus und bla und so und keine Ahnung. Naja. Naja, kann man nichts mehr machen. Ist halt so, ne? Ich lade jetzt mal nebenbei hoch. Ich hoffe, du laggst dabei nicht. Nee, bei Skype eigentlich nicht. Hoffe ich für dich. Ja, egal, ey, das sind so ein paar Minuten-Parts. Ja, ich brauche, muss für Wochenende vorladen. Ich frage mich, wieso du dir dann rumholst. Wieso rennst du denn nicht gleich irgendwie mit hier Final Cut Pro? Obwohl, Final Cut Pro? Was ist denn das? Ja, ja, ein Programm, was irgendwie 2000 Euro kostet. Ah, komm, das glaube ich nicht. Ja. Also ich mache jetzt noch 5 Minuten. Von der Schule aus. Aus dem Zeitgrund, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, mehr Cobblestone zu farmen. Kennst du 15 MB Upload? Ja, kennst du 30 MB bis 100 MB Upload? Ist das eine Ameise? Die MB reicht doch. Piss dich jetzt hier, du Scheißvieh. Boah. Nee, ich lade ja bald eventuell über einen Gigabit-Server hoch, ja? Und dann könnte ich sogar bis zu 500 MB pro Sekunde machen, ja? Da werde ich erstmal so richtig schön in Original hochladen. Ich habe ja, die Audioqualität ist wirklich enorm besser, habe ich das Gefühl, ne? Ja, das ist. Oh, du laggst ein bisschen. Aber meine sich an, Alter. Boah, jetzt bellt dieser komische Kleffer da unten wieder. Oh! Ach, lebt ja, klar lebt er noch. Der ist nicht beim Counter-Strike zocken gestorben. Jetzt vom Counter-Strike? Ja, klar. Nee. Oh, nee. Boah, jetzt geht mein Minecraft-Typ von alleine. Wenn ich so, nein, nein, du gehst nicht in die Höhle. Na, was soll das? Das 1.4 darum steht übrigens schon fest. Wann kommt denn die Scheiße? Weil es nicht mehr. Oh, Mann, ey. Das 1.4 darum steht schon fest. Wann kommt denn das Scheiße? Das weiß ich nicht mehr. Du bist echt super. Ja, ich kann mir dann. Ja, ja. Am 31. Oktober 2012. Ja, super. Das ist ja noch ein bisschen hin. Aber dann kommt ja auch diese ganze Mod-API, ne? Naja, das wird dann scheiße werden. Und PvP kannst du an- und ausmachen während des Spiels. Das ist dann aber ein bisschen scheiße, weil, also jetzt mit der Mod-API, dass man halt die Mods nicht mehr vorstellen muss, wenn man die so auswählen kann dann, oder? Oder doch, man kann sie noch vorstellen, ne? Ja, ich bin kein Mod vorstellen. Ja, aber ich denke mal, das geht dann noch, oder? Ja. Also, du kannst die Klasse noch vorstellen, wegen installieren habe ich mehr. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm, aber Bucket-Server, denke mal, immer noch gefragt sein, wie man die installiert. Texture-Packs, denke ich mal auch, ne? Okay, ich mach ein Bucket-Server. Nee. Doch, noch. Ja, ich brauche für das Wochenende. Ach, du bist doch echt verlangweilt. Ja, ist doch so. Hä? Jetzt meint jemand, meine Abonnentenzahl fallen gerade. Sag nicht, dass ich wieder Abos verloren habe. Boah, verpiss dich hier, du Scheißfliege! Boah! Hast gehört, ich bin am Freitag wieder ganz in deiner Nähe. Nee. Nee. Bist du wirklich in Wolfsburg? Ja. Wir müssen uns unbedingt mal treffen. Und dann geht's gleich weiter nach Frankfurt. Ja, was machst du in Wolfsburg? Wieder ein Auto kaufen oder was? Ja, nur mal vorbeigucken. Okay. Aber erst muss ich dann noch in Dresden vorbei. Ja, na gut, dann. Eine Minute noch. Aber ich hab Handy, das ist gut. Ja gut, du musst da mal vorbeikommen, das geht doch gar nicht anders. Ja, ich muss dann sofort weiter nach. Ja. Ja, ist so. Ist so eine Ausrede. Kennst du Verwandte und so? Kennst du. Ja, ist da schon wieder ein Creeper drin in den Stromkabeln? Der kriegt natürlich wieder mal. Ja, genau. Und dann zapf ich das Rechenzentrum an. Ja. Nee. Was machst du denn in einem Rechenzentrum? Ja, das zapf ich erstmal so ganz heimlich an, Alter. Wie, was machst du denn im Rechenzentrum? Ja, ich geh doch da gar nicht hin. War mir auch klar. Ich war doch verrückt. Boah, ich finde meinen Avatar kacke. Also den auf YouTube. Ich finde dein Intro so ein bisschen merkwürdig, habe ich das Gefühl. Ja. Wieso zur Hölle habe ich Steine gebrannt? Hä? Sinn? Sinn? Minecraft DK hat momentan keine Zeit. Ja, so gut ist sein Intro auch nicht.
aber ich find's annehmbar. Egal.